Servus und grüß euch bei Camper Feelings. Warum ich gerade im Bad stehe von unserem Wohnwagen und was ich gerne mit dem Abfluss machen würde, sehen wir in dem Video. Packen wir's. Thema Abfluss im Wohnwagen, der ist trotzdem irgendwann, wenn man immer Zähne putzt und natürlich Hände wäscht und wie auch immer, ist er irgendwann relativ versifft. Das möchte ich ändern, indem ich ihn einfach jetzt mal rausbaue und dann komplett sauber mache und dann bauen wir wieder zurück. Und wie, das zeige ich jetzt. Ja, losgehen tut das Ganze hier unten. Wir haben hier eben die Unterseite vom Waschbecken und hier den Siphon bzw. diesen Restebehälter. Zum und zum mal die ganzen Sachen hier weg. So, und da kann man quasi das da, da ist außen so eine Muffe drauf, die kann man aufmachen. Das machen wir jetzt einmal, stellen wir da einen Behälter drunter, weil da kommt sicher dann irgendwas so Restwasser rein. Jetzt den Föhn noch weg. Und damit da nichts versaut, einfach aufmachen, nach links drehen und rauslassen. Man sieht schon, Reste drin, gefällt mir nicht. Machen wir sauber. Da hinten der Schlauch, der geht dann quasi nach außen, beziehungsweise zum Abfluss nach unten im Wohnwagen. Und um das rauszukriegen, muss man da einen Schraubenzieher ansetzen, das Ganze rausschrauben und dann sollte sich der Siphon lösen, dann können wir das auch gleich sauber machen. Das machen wir. Ja, und jetzt sind wir schon da, wie gesagt, handelsüblicher Schraubenzieher und dann drehen wir uns einfach mal den Siphon bzw. diese Schraube raus. Kann ja auch nichts passieren, weil die kann nach unten weg, weil man fällt ja quasi einfach durch in unseren gelben Auffangbehälter. Dann habt ihr hier eine kleine Schraube. Die tun wir jetzt mal zur Seite. Genauso unseren Siphon, den heben wir vielleicht vorsichtig mit dem Ding raus. Und das sehen wir schon, hier ist der Siphon. Der ist relativ schmutzig, den machen wir sauber. Was wir ganz vorsichtig sein müsst, hier ist eine Dichtung drin. Die Dichtung solltet ihr dann natürlich aufheben, weil die Dichtung muss dann danach wieder da rein. So, das legen wir auch zur Seite, machen wir dann gleich sauber. Jetzt schauen wir nach unten. Hier sehen wir jetzt den unteren Bereich. Da mache ich mir jetzt da hinten die Muffe auf. Und dann sollte das eigentlich hoffentlich weggehen. Ja, und wie gedacht, man zieht es einfach ab. Da ist noch eine Gummidichtung drauf. Die seht ihr jetzt hier. Und dann habt ihr hier jetzt schon dieses Siphon-Teil. Wie gesagt, jetzt machen wir uns die Muffe dann noch auf und dann machen wir das mal richtig sauber. Um es aufzumachen, lösen wir kurz die Schraube da. Diesen, weiß gerade nicht, wie es heißt. Rohrschelle, genau, jetzt habe ich es. Und dann ziehen wir quasi diesen Gulli da einfach ab. Man sieht jetzt hier, das ist das Teil, das ist innen relativ schmutzig. Gehen wir jetzt rein, machen wir es sauber und dann bauen wir es wieder ein. Ja, wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir hier die ganzen schmutzigen Teile. Die machen wir uns jetzt einfach wieder sauber. Ich habe hier quasi ganz normale einfache Zahnbürste. Und dann macht man sich das sauber. Und dann denke ich, sollte es auch wieder passen. Mit dem Dichtungsring ein bisschen vorsichtig sein, dass er euch nicht abreißt. Das ist quasi der Ring, der dann unterhalb des Siphon war. Den machen wir jetzt wieder sauber. Genauso den Siphon, seht ihr, der ist ziemlich schmutzig. Dann fahren wir jetzt einfach. Ich bin jetzt einfach gerade mit mit einer Zahnbürste, mit einer alten drüber gefahren. Das Ganze ein bisschen sauber machen und mal Wasser drüber laufen lassen. So, und jetzt kommt last but not least, der große. Man sieht schon, der ist halt einfach schmutzig auf die Zeit. So. Auch hier Zahnbürste rein. Und mit einer Zahnbürste kommt man da wirklich sehr gut rein. Dann immer wieder Wasser dazu. In 0,x ist der quasi sauber. Ja, und wie ihr sehen könnt, sauber, picobello, passt wieder. Bauen wir zurück und dann haben wir schon. So, nachdem wir jetzt alles gereinigt haben, also inklusive dem Abfluss, der da unten hinkommt und alles, die Dichtungen, die kleine Dichtung, der Siphon hier, was ich innen gerade noch gehabt habe, vergessen habe, ist der Deckel natürlich, bauen wir es uns rückwärts wieder zusammen. Das heißt, jetzt kommt primär erst einmal der Abfluss da in den, beziehungsweise der Siphon-Teil hier in den, ins Abflussrohr mit der Schelle fest und ja, dann bauen wir sukzessive eins und anderen wieder zurück. Ja, und damit geht es schon los, das heißt, wir stecken quasi wieder den Siphon wieder da rein, das heißt, der verschwindet wieder in dem Rohr oder das Rohr über den Siphon drüber. Wir haben unsere Rohrschelle da, schrauben das Ganze zu. Auch wirklich danach, da alles wieder dicht ist, dass da kein Wasser rausläuft. Das wäre nämlich suboptimal, wenn es da unten da rein tropft. Und das wollen wir natürlich nicht haben. So, jetzt haben wir das quasi schon mal wieder dran.
So, jetzt haben wir die ganze Sache eben festgeschraubt. Da müsst ihr jetzt Obacht geben. Hier haben wir einmal diese Rundung drin, da passt auch diese Dichtung sehr gut rein. Und hier unten haben wir diese Noppen dran, also diese Nasen quasi, wo dann im Anschluss hinterher der Deckel drauf kommt zum Zudrehen. Ja, und jetzt sind wir schon wieder oben. Das heißt, wir drücken uns jetzt den Gulli mit der Dichtung von unten dagegen. Dann legen wir uns das Ganze rückwärts wieder rein. Das heißt, wir fangen mit der Dichtung an. Die Dichtung drauf. Dann tun wir den Siphon selber drauf. Dann kommt die Schraube. Den machen wir dann da drauf. Dann nehmen wir uns wieder unseren Schraubenzieher zur Hilfe und schrauben das Ganze einfach wieder zu. So, natürlich, nach fest kommt ab. Somit haben wir jetzt quasi unseren Siphon wieder drin. Alles sauber, hängt da unten auch wieder dran. Nehmen wir uns den Deckel, schrauben wir uns den Deckel wieder drauf. Und das war's. So, das war's zum Thema Reinigen vom Bad, Siphon. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ihr sehen wolltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch!